Erlauben von Fragen. Der Kinderwissens-Podcast mit Judith und dem elektrischen Mönch. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderwissens-Podcast Glauben kommt von Fragen. Ich bin Judith und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir schon gehört, warum es eine Fastenzeit vor Ostern gibt. Heute habe ich zwei weitere Fragen. Oskar und Carlotta haben mir ihre Fragen zum Osterhasen geschickt. Und die sind, wie ich finde, ganz schön knifflig. Aber hört selbst. Hi, ich heiße Oskar und bin 5 Jahre alt und ich möchte wissen, wie der Osterhase heißt. Hallo, ich heiße Carlotta, bin 8 Jahre alt und ich würde gerne von euch wissen, wie alt der Osterhase ist. Ich danke euch beiden sehr für diese Fragen, Oskar und Carlotta. Ich dachte mir, ich packe eure Fragen mal zusammen in eine Folge, weil das zwei sehr konkrete Fragen zum Osterhasen sind. Ich würde sagen, der Osterhase heißt natürlich Stups, ist noch relativ jung und macht viel Quatsch. Jedenfalls begleitet mich das Lied Stups, der kleine Osterhase von Rolf Zukowski jedes Jahr durch die Fasten- und Osterzeit. Und schwupps, habe ich wieder einen Ohrwurm. Aber jetzt frage ich doch lieber den Fachmann für Fragen rund um christliche und in diesem Fall österliche Themen, meinen Freund, den elektrischen Mönch. Ich logge mich mal in mein geheimes Terminal ein. Moment. Hallo, elektrischer Mönch. Hallo, Judith. Ich habe heute zwei Fragen zum Osterhasen von Oskar und Carlotta. Hast du Zeit, sie zu beantworten? Da nehme ich mir immer gerne Zeit für. Das ist schön. Hier sind sie. Ich möchte wissen, wie der Osterhase heißt. Ich würde gerne von euch wissen, wie alt der Osterhase ist. Hast du vielleicht einen Steckbrief in deiner digitalen Bibliothek, auf dem das alles ganz genau steht? Leider ganz genau nicht. Gerade was die Frage angeht, wie heißt denn der Osterhase, ist das sehr schwierig. Das hat vor allem damit zu tun, dass Tiere früher vor 300, 400 Jahren selten Namen bekommen haben. Tiere waren eher sowas wie Gegenstände und man hatte zu denen nicht so eine persönliche Beziehung, wie wir das heute haben. Und die Menschen haben den Tieren viel, viel seltener überhaupt Namen gegeben. Und deswegen ist, glaube ich, auch nie jemand auf die Idee gekommen zu sagen, wie könnte man denn den Osterhasen benennen. Bis Rolf Zukowski kam. Richtig, Rolf Zukowski hat das Problem gelöst und ihn Stups genannt. Aber auch Stups, wenn ich Rolf Zukowski richtig verstehe, ist ja nur ein Osterhase von vielen. Und da gibt es ja dann wahrscheinlich noch viele anderen, die Stips und Staps und so weiter heißen. Und der eine Osterhase, da habe ich wirklich jetzt lang gesucht, aber keinen konkreten Namen gefunden. Aber es wäre deswegen ja mal ganz schön, wenn die Kinder vielleicht hier schreiben könnten, wie würdet ihr ihn denn nennen? Wenn wir noch keinen Namen haben, können wir uns ja mal überlegen, wie er heißen könnte. Und deswegen nehmen wir gerne über alle möglichen Kanäle Vorschläge entgegen, wie man den Osterhasen denn nennen könnte. Super Idee, finde ich gut. Aber hast du denn jetzt vielleicht eine Antwort auf Carlottas Frage, wie alt der Osterhase ist? Jein. Also, die Geschichte des Osterhasens ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Man muss erstmal darauf zurückgehen, dass viel länger als der Osterhase gibt es das Osterei. Das Osterei ist in der christlichen Geschichte total wichtig und wird schon lange, lange, lange rund um Ostern gegessen und hat sogar auch im Gottesdienst eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt die sogenannte Eierweihe, wo man immer am Ende von einem bestimmten Gottesdienst einen bestimmten Segen über die Eier spricht. Diese Sache mit den Eiern war den evangelischen Christen, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sorten von Leuten, die an Christus glauben, die einen sind katholisch, orthodox und evangelisch, und die evangelischen Christen fanden das mit den Eiern irgendwie Quatsch. Die haben irgendwie gesagt, was die katholischen Christen da machen mit diesem Ei und die bunt anmalen und so weiter. Das lenkt doch eigentlich davon ab, worum es an Ostern wirklich geht, nämlich um Christus und dass Christus auferstanden ist und die mit ihren Eiern und so weiter, das sollen die doch mal lassen. Und trotzdem ist es lustig, dass dann um 1800 herum evangelische Christen angefangen haben, doch sich an diesen Brauch mit den Eiern heranzuwagen. Und die haben dann in der Stadt, also das waren Leute, die in der Stadt gewohnt haben, die haben sich dann überlegt, was könnte man mit den Eiern denn Schönes machen? Wir könnten die ja verstecken, damit die Kinder die suchen müssen. Dann fragen Kinder natürlich automatisch, warum sind denn die Eier versteckt? Wer hat die Eier denn versteckt? Und dann heißt es, der Osterhase. Also man brauchte ein Tier, dass die Eier versteckt, damit es einen Grund gibt, die überhaupt zu suchen. Interessant war, dass um diese Zeit, also vor ungefähr 300 Jahren, das nur in der Stadt gemacht wurde, weil Leute auf dem Land gesagt haben, das brauchen wir unseren Kindern hier aber nicht zu erzählen, dass der Hase Eier versteckt, weil die alle wissen, dass ein Hase keine Eier legt. Was für ein Blödsinn,
Das sollen die in der Stadt mal machen. Wir machen das nicht. Und erst viel, viel später, im 20. Jahrhundert, also 1930 oder so, hat das dann auch auf dem Land angefangen mit diesem Brauch. Und dann später gab es dann auch ganz viele Leute, die gesagt haben, wow, Hase toll, da könnte man ja Süßigkeiten draus machen. Dann hat man Schokohasen erfunden, dann hat man Bilderbücher mit dem Osterhasen gemacht und dann war das ein Riesenverkaufsschlag. Eine Menge Leute konnten Geld mit dem Osterhasen verdienen und dann wurde die Geschichte mit dem Osterhasen immer größer und immer größer. Aber um auf die Frage zurückzukommen, die erste Erwähnung, von der wir wissen, da spricht jemand vom Osterhasen, ist von 1682, also etwas über, ja, so um die 400 Jahre, würde ich sagen. Okay, also gibt es den Osterhasen schon etwas länger, zumindest wurde er erstmalig schon vor geraumer Zeit, vor 400 Jahren erwähnt, aber gibt es den Osterhasen denn eigentlich auf der ganzen Welt oder ist das ein Phänomen, was sich hier in Deutschland oder Europa abspielt? Das ist vor allem ein Phänomen, was sich in Deutschland und Europa abspielt. Schon in unseren Nachbarländern, in Österreich, gibt es an einigen Orten eine ganz andere Tradition. Da gibt es zum Beispiel den Osterhahn. Ein Hahn legt ja auch keine Eier, deswegen hat man sich da auch ein Tier ausgesucht, das das eigentlich nicht kann. Und in Holland, beziehungsweise an der holländischen Grenze, gibt es die Tradition des Osterkranich. Also ein Vogel, der zurückkommt, nachdem er im Winterquartier war. Und dann bringt er sozusagen aus dem Süden die Eier mit, die Ostereier mit. Das ist dann da so der Gedanke. Also es gibt an unterschiedlichen Ecken der Welt unterschiedliche Tiere, die die Eier bringen oder verstecken. So, Oskar und Carlotta, ich hoffe, wir konnten eure Fragen doch einigermaßen zufriedenstellend beantworten, wenn auch nicht wirklich. Wir können euch leider nicht sagen, wie der Osterhase heißt. Aber falls ihr Ideen habt, wie man den Hasen nennen könnte, schreibt uns das jederzeit gerne. Unsere Kontakte habt ihr im Beschreibungstext. Und ja, den Osterhasen gibt es auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Er wurde vor ungefähr 400 Jahren das erste Mal erwähnt. Den Osterhasen gibt es hauptsächlich hier in Deutschland schon. In unseren Nachbarländern gibt es ganz andere Traditionen. Und von daher können wir euch zwar sagen, wann er das erste Mal erwähnt wurde, aber so richtig, wie alt er ist und so weiter, können wir auch nicht ganz genau beantworten. Aber es gibt in der nächsten Folge noch eine weitere Frage zum Thema Osterhasen. Das kann ich euch schon mal verraten. Danke, elektrischer Mönch, für deine Antworten. Sehr gerne. Wenn ihr auch eine Frage habt, die ich dem elektrischen Mönch stellen soll, schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr im Beschreibungstext oder auf der Internetseite bistum-osnabrück.de/podcast. Und wenn ihr Lust habt, klickt mal auf die Internetseite religi.de. Dort gibt es ganz viele Antworten auf andere spannende Fragen, Spiele und Videos rund um den christlichen Glauben und auch noch mehr Fragen und Antworten zum Thema Ostern. Und nicht nur das, ganz neu ist dort eine Themenwelt zu anderen Religionen eingezogen. Klickt unbedingt mal rein. Schön, dass ihr heute dabei wart. Die nächste Podcast-Folge mit einer neuen Frage gibt es dann nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig, denn Glauben kommt von Fragen. Glauben kommt von Fragen. Der Kinderwissens-Podcast mit Judith und dem elektrischen Mönch.